Hey Leute, willkommen zu einem schon 16. Part von MK8DO. Und heute, ja, heute bin ich offiziell wieder back auf YouTube und es gibt einfach ein kurzes, beziehungsweise, naja, kann auch etwas länger ausfallen, Update zu dem, was so die nächsten Woche ansteht, wie es bei mir überhaupt aussieht, was ich noch so vorhabe und halt auch generell, wie es jetzt so weitergehen wird. Denn eben, ich hatte 2 Wochen Auszeit, war 2 Wochen in Italien, hatte da zwar Internet und war auf Twitter und Instagram natürlich unterwegs, also auch Instagram könnt ihr mir nochmal folgen, alles unten verlinkt, habe ich ja auch extra ein bisschen erneuert, damit die Videobeschreibung halt ein bisschen fresher aussieht, ne? Könnt ihr gucken, falls ihr irgendwie Bilder vom Urlaub sehen möchtet, da habe ich halt so ein paar geteilt, nicht allzu viele, aber ein bisschen für so ein paar Eindrücke, ja. War auf jeden Fall sehr schön, sehr erholsam und ja, für uns typischer Strandurlaub, sowas liebe ich einfach, schön am Strand chillen halt. Mal ins Meer gehen zur Abkühlung, ansonsten nice Musik hören, sich halt unterhalten und so, ja, das muss halt auch manchmal sein und da ich eben nichts vorproduziert habe, weil ich mir da auch deswegen keinen Stress machen wollte, dass ich dann pro Tag irgendwie so und so viel aufnehme, dass ich halt für diese 2 Wochen Videos habe, habe ich mir auch sozusagen mal eine YouTube-Auszeit gegönnt, beziehungsweise halt eben eine Video-Auszeit einfach. Jetzt bin ich aber wieder erholt back und möchte mit sehr, sehr viel Sachen durchstarten. Zum einen haben wir noch unser Projekt eben die Pokémon Ultra Sun Monologue am Laufen, da bringe ich jetzt mehrere Parts, werden euch da erwarten. Pro Tag kann es auch mal sein, dass ich da 2 Parts raushaue, am Mittag und am späten Abend, ne, einfach weil, ja, das halt einfach, es macht doch Bock und ich will wissen wirklich, wie weit ich es schaffe, weil ich ja auch ein paar sehr, sehr nice Team-Member habe, ne, die ich auch natürlich so schnell wie es geht wieder verwenden möchte nach 2 Wochen, ja. Das haben wir zum einen. Zum anderen eben MK8DO möchte ich dann wieder probieren, jedenfalls wöchentliche Updates zu geben, denn ich habe jetzt noch gute 3 Wochen frei. Ja, das ist auch sehr wichtig zu erwähnen, denn in diesen 3 Wochen werde ich eben nochmal richtig viel mit euch machen, sowohl auf Twitch eben als auch auf YouTube werde ich viel hochladen und online sein und streamen. In diesen 3 Wochen, weil es danach dann einfach für mich auch eben mit der schulischen Ausbildung losgeht und ich habe jetzt heute, beziehungsweise für euch gestern, habe ich mit der Metro nochmal gesprochen, da habe ich ja erwähnt, da hatte ich mal ein Praktikum gemacht und da hat es mir wirklich sehr gefallen. Einfach halt auch wegen des Geldes und wegen der Arbeit war ziemlich nice da. Und ja, da habe ich heute mit denen telefoniert, beziehungsweise eben für euch gestern, und habe erfahren, dass ich da samstags immer arbeiten kann. Das heißt, ich werde unter der Woche eben die Schule haben, das ist eine Ausbildung, eine schulische Ausbildung, das heißt, da kann ich dann auch manchmal bis 16 oder 17 Uhr Schule haben, ne? Aber das ist ja noch alles okay, da kann ich dann trotzdem noch schön Videos droppen und so halt einfach nur am Abend aufnehmen. Und eben dann samstags bei der Metro arbeiten, ein bisschen Money kriegen, ne? Ist doch nice. So viel mal zu dem, wie es eben für mich aussieht. Für euch heißt es dann natürlich, dass es eben Videos geben wird. Nicht so krass wie jetzt in den 3 Wochen, das ist natürlich logisch, weil ich habe jetzt immer noch komplett frei, ne? Bin zwar für euch eben auch morgen im Mittwoch und Donnerstag auf der Gamescom, wo ich auch Videos aufnehmen werde, aber an diesen Tagen wird dann, oh shit, ich bin komplett falsch gegriffen. An diesen Tagen wird dann natürlich nichts kommen, aber danach werden dann, oh shit. Also wenn ich da wirklich Ultimate-Aufnahmen und sowas kriege, dann wird es da mega abgehen, ja. Aber eben, um mal zurückzukommen, wenn ich dann Schule habe und samstags eben auch arbeiten gehe, dann heißt es natürlich, dass es etwas weniger Videos geben wird. Aber die werden dann trotzdem sehr, sehr inhaltlich sein und ich werde da ja auch dann eben, ich habe ja noch 2 Projekte, die jetzt dann demnächst umgesetzt werden. Das habe ich ja auch in dem Update vor meinem Urlaub. Ich wollte gerade die Kugel wieder einsetzen, Unwitz. Man, manchmal ist das einfach mega unfair, ja. Jedenfalls habe ich das ja auch angekündigt, ne, dass ich nach dem Urlaub, also für euch eben jetzt, dann ein neues Projekt starten werde. Das kündige ich jetzt auch gleich nochmal an. Und zwar Beat 'em All. Ne? Falls ihr euch darunter jetzt überhaupt nichts vorstellen könnt, könnt ihr entweder beim Rapsplay nachschauen. Der, von dem kommt das Format nämlich. Jo, das war einfach mega unfair. Von dem kommt das Format Beat 'em All nämlich. Da könnt ihr euch einfach eine Folge von dem anschauen. Rapsplay ist auch dann jetzt einfach mal unten in der Videobeschreibung für dieses Video verlinkt. Sehr, sehr nicer Boy. Und eben, da der das Format nicht wirklich oft bringen konnte, wahrscheinlich auch, weil sich halt nicht viele gemeldet haben, habe ich mir gedacht, führe ich das weiter und guck mal, wie es bei mir so läuft. Der Grundgedanke ist, ich darf mir ungefähr 10 Chars aussuchen, die ich jeweils einmal spiele und ihr müsst halt probieren, jeden davon zu besiegen, ohne zu verlieren. Also ihr dürft einfach nicht verlieren, ihr müsst 10 mal hintereinander gewinnen. Wen ihr spielt, ist vollkommen egal, ich habe halt meine festen 10 Chars, die ich mir dann aussuchen werde, natürlich gute, die ich auch, ja, einigermaßen gut spielen kann, da muss es auf jeden Fall dabei. Und ja, wenn ihr diese 10 Chars eben besiegt habt, Beat 'em All, daher eben der Name, dann gibt es einen Preis, ja, sowas gab es bisher noch nicht. Bei Zwirklopp zum Beispiel ist es ja so, dass man dann in die Ruhmeshalle kommt und halt aus Smashlab so ein Post kommt und ja, man wird jetzt nicht krass bekannter, aber man kann halt sehen, jo, der hat da mitgemacht.
Aber dort kann man dann wirklich 10 Euro eShop-Cards, ich habe mir jetzt Gedanken darüber gemacht, der gute Rapsplay hat immer Amiibos verlost, ich werde verlost, ja, halt dann den Gewinner gegeben und ich werde halt eben 10 Euro eShop-Cards verlosen, denn die sind ja ungefähr genauso teuer wie ein Amiibo, bringen aber viel mehr, weil man zu Ultimate sehr wahrscheinlich wieder DLCs und so alles hat und dann doch mal so eine 10 Euro, ja, geschenkte eShop-Card doch ganz nice ist, ne? Und das wird dann jetzt in den nächsten Wochen starten. Was ich hier aber als Disclaimer auf jeden Fall noch sagen muss, ist, dass das Format höchstens 2 bis 3 Mal im Monat kommt. Denn, ja, wenn da viele gewinnen sollten, dann möchte ich natürlich auch, dass ich nicht zu viel Geld dafür ausgebe, ne? Also eben 2 Mal im Monat, wenn 2 Leute da gewinnen, dann muss ich 20 Euro im Monat ausgeben, ne? Sollte natürlich schon einigermaßen dann auch, ja, wie soll man sagen, realistisch sein, ne? Ich möchte ja nicht mein komplettes Geld nur für so ein Projekt raushauen. Klar, gewinnt, wird da wahrscheinlich nicht jeder gewinnen, aber das finde ich eigentlich eine ganz gute Regel, dass dann jetzt eben für den August werde ich mir wahrscheinlich nur einen jetzt noch ranholen und dann geht's halt ab September eben weiter mit jeweils 2 Parts pro Monat. Werde ich auch in Ultimate weiterführen, also in der Woche, in der Ultimate rauskommt, möchte ich ja erstmal selbst dazu Content bringen und halt das Game erstmal lernen, ne, bevor man dann gleich irgendwie krasse Challenges macht, wo noch niemand eigentlich eine wirkliche Ahnung vom Game hat. Braucht ja auch so seine Zeit. Gibt es ja erstmal 2 Wochen auch Auszeit von dem Format, aber dann werde ich das eben auch in Ultimate weiterführen. Und eben, wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr auf jeden Fall Kommentare reinschreiben, mir auf Discord schreiben. Ich werde es auf jeden Fall auch im Zwirklopp-Thread ankündigen, weil eben die, die bei Zwirklopp mitgemacht haben, finden ja so Challenge-Me-Formate wahrscheinlich sehr nice und denken dann auch bei Beat'em All eben, da hat man ja, man hat ja nichts zu verlieren, ne? Und da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel gleich den ersten Kampf verlieren solltet, dann geht es natürlich für euch nicht weiter, ne? Weil ihr müsst ja alle 10 gewinnen, dann wird es natürlich auch nicht online gestellt, das wär ja vollkommen blöd. Ich werde auch anfangs dann eher mit etwas leichteren Chars anfangen, also die ich nicht ganz so krass kann und dann halt immer stärker werden, einfach damit es auch vom Part her Sinn macht, ja, dass selbst eben, wenn er dann irgendwann der Challenger verlieren sollte, dass selbst dann der Part noch einen Sinn hat und nicht gleich eben am Anfang dann, ja, okay, Aufnahme vorbei, nach 5 Minuten oder so, das bringt ja dann auch nichts, ne? Also solltet ihr, denke ich, alles verstehen können und das wird auf jeden Fall auch sehr nice, denn wird das eben ein Projekt werden, was neu dazu kommt, zusammen dann natürlich mit der Pokémon Ultra Sun Monologue, die ja 3 bis 4 Mal dann wöchentlich sogar kommen wird, weil ich das auch, ja, einigermaßen schnell dann fertig haben möchte. Und damit ich mich auch vollkommen auf Ultimate, die Schule, Metro und alles halt konzentrieren kann und nicht immer noch denken muss, ah, okay, jetzt muss ich noch eben diese Woche noch 4 Parts oder so raushauen, ne? Finde ich auch sehr verständlich. Und dann gibt es natürlich noch, wie immer, die ganz normalen Smash-Aufnahmen. Also Zwirklopp gibt es einmal pro Woche, probiere ich jedenfalls zu bringen. Hatte jetzt eben auch eine Auszeit durch meinen Urlaub. Dann gibt es noch die ganzen For Glory-Aufnahmen, habe ich ja auch schon gesagt. For Glory Season 2 möchte ich ja jeden einzelnen Charakter, den man eben in For Glory so zocken kann, dann auch bis Ultimate rauskommt, fertig haben. Da sind wir jetzt gerade beim 32. oder schon 33. Part. Also so viel sind es da auch gar nicht mehr. Das wird es dann auch noch geben. Muss dann halt einfach nur gucken, wie ich das pro Woche so mache. Also ich werde keinen richtigen Upload-Plan machen, eher so wie ich Lust habe, aber eben, ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, dass da Zwirklopp drin ist, dass halt eine Foglobby-Aufnahme drin ist und halt eben, dass die Pokémon Protossan Monologue auf jeden Fall weitergehen wird, ja. Und da bin ich einfach nur richtig gespannt jetzt drauf, weil eben, ich habe jetzt noch 3 Wochen frei. Ich werde in den 3 Wochen sehr, sehr viel raushauen. Ich habe auch heute erfahren, dass sogar heute noch, bei euch dann gestern, ne, sage ich jetzt öfter einfach nur, damit ihr wisst, von was ich überhaupt spreche, eine Nintendo Direct stattfinden soll. Anscheinend nur eine kleine, aber trotzdem werde ich mir die natürlich noch auch gönnen und die Reaction anschauen. Und ja, da kommt auf jeden Fall einiges so auf euch zu. Ich bin einfach nur mega gespannt, jetzt die restlichen 3 Wochen, die ich jetzt wirklich eben noch Urlaub habe, komplett rauszuhauen und dann halt das Ganze ein bisschen ruhen zu lassen und wieder, ja, in den normalen Alltag zu starten. Aber eben jetzt, wo ich frei habe, haue ich einfach raus und das wird eine geile Zeit. So, weiteres Thema sind dann noch die Streams. Habe ich ja auch gesagt eben, dass ich auf Twitch wieder aktiver werde mit Smash-Streams. In letzter Zeit ist Smash ja generell auf YouTube als auch auf Twitch mit ganzen Ironman-Challenges, die jetzt Razer macht, die jetzt Iblani macht, die Sui macht, sehr beliebt geworden. Und da möchte ich natürlich auch Teil von sein. Denn, ja, ich habe ja ganz am Anfang schon von Smash 4, als ich eben die Capture Card und gutes Internet und so hatte, sehr, sehr oft gestreamt und das hatte auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch eben zuletzt zu meinem Geburtstag, zum Geburtstag vom Kanal eben, habe ich ja einen Geburtstagsstream rausgehauen, wo ich glaube über 7 Stunden gestreamt habe und es war halt mega geil, einfach gegen ganz viele Leute Smash zu zocken, bisschen zu schreiben und so, ja, und das wird es dann auch wieder geben, sowohl unter der Woche als auch halt am Wochenende. Also jetzt, wo ich frei habe, kann ich eigentlich halt dann streamen, eben einfach, wenn ich Bock habe, weil ich jetzt immer die Zeit habe. Und
ja, wenn dann eben Schule und sowas beginnt, werde ich mal gucken, ob ich dann sonntags immer streame. Wenn ich halt samstags eben arbeite, kann ich natürlich auch samstagabends noch einen nice Stream raushauen und auch unter der Woche, je nachdem wie mein Stundenplan ausfällt. Also sowohl auf YouTube als auch auf Twitch soll es dann eben weitergehen. Vor allem auch, weil ja, zu Ultimate werde ich da halt auch sehr viel streamen. Also das alles, was ich jetzt mache, ist eigentlich so eine Vorbereitung für Ultimate, könnte man schon so sagen. Jetzt halt abgesehen von natürlich den anderen Projekten wie eben jetzt Pokémon. Aber so Beat'em All und Sphere Clock Weiterführung for Glory und so, das mache ich ja alles, weil ich es eben zu Ultimate einfach ready haben will. Damit man schon mal sehen kann, was ich alles so zu Smash 4 Zeiten gemacht habe und was eben alles jetzt immer noch bei Ultimate da sein wird. Ich werde ja dann auch, habe ich ja auch schon ein komplettes Video drüber gemacht. Das war, glaube ich, sogar, als ich dieses Smash Day Format hatte, eben habe ich ja erklärt, welche neuen Formate ich alles so zu Ultimate bringen werde. Also das möchte ich jetzt hier eben auch alles nochmal ansprechen. Da wird dann das Video auch einfach verlinkt. Kann man ja auch eben in so einer Infocard machen. Also könnt ihr da gerade oben draufklicken, falls euch das interessiert, was da so für neue Formate noch kommen werden. Und ja, jetzt erstmal noch kurz zur Gamescom, die eben für euch morgen sein wird. Also da werde ich morgen antreffbar sein. Bin Mittwoch und Donnerstag eben da und werde sowohl am Ultimate-Stand spielen, als auch natürlich Mario Party eben für die Switch, weil das auch mich sehr interessiert. Aber hauptsächlich Ultimate und für Informationen und so werde ich dann auf jeden Fall auf Twitter sehr viele Sachen posten, wenn ich irgendwas herausgefunden habe, generell, welche Charakter mir gerade am meisten Spaß macht und welche ich generell alle angetestet habe und so. Und das ist einfach, es ist mega geil. Also ich freue mich da wirklich richtig drauf, werde da eben auch Content zu bringen, ein Handyfilm, wenn man es darf, wird dann nicht so krasse Quality haben, aber trotzdem einfach, damit man auch da ein bisschen was von hat. Und dann wird es danach definitiv noch ein MK8 die Opa geben, wo ich dann halt natürlich drüber spreche, wie das denn alles so war auf der Gamescom. So, abschließend möchte ich noch einmal kurz über die Smash Direct vom 8.8. sprechen. Und zwar hatte ich eigentlich geplant, da war ich im Urlaub, ich hatte eigentlich geplant, eine Reaction mit meinem Laptop aufzunehmen. Da hatte ich auch eine Webcam dran und mein Headset hatte ich sowieso dabei, weil ich einfach gute Quality haben wollte. Ich habe mir auch ein Anime für den Urlaub runtergeladen, sodass ich abends einfach mal eine Stunde so chillig mich halt hinlegen kann ins Bett und den Anime gucken kann. Jedenfalls, ja, hatte ich geplant, die Reaction aufzunehmen, hat aber nicht so gut geklappt, ja. Also, es ist einfach, ich weiß nicht, aber es hat mich wirklich das Mikro aufgenommen und die Webcam war versetzt und alles. Das war richtig, richtiger Durchfall. Ich hätte das definitiv öfter und intensiver prüfen sollen mit der Aufnahme und sowas. Habe ich halt nicht wirklich gemacht, ja, weil es ja auch relativ spontan dann kam im Urlaub und so und ich nicht damit gerechnet habe, dass da eine Direct laufen wird. Jedenfalls, ja, Live-Reaction kann ich natürlich nicht machen, aber ich kann ein bisschen jetzt meine Gedanken mit euch teilen und generell, ja, was die Direct halt so auch für mich bedeutet. Und zwar ist es so, dass jetzt Simon Belmont und so am Anfang, der wurde ja geleakt, ne, das habe ich leider auf Twitter mitbekommen, dass da eben sogar Nintendo selbst es aus Versehen geleakt hat, weil die eben den Sound Castlevania Soundtrack so auf ihrem Smash-Kanal da schon hochgeladen haben und man den dann halt sehen konnte und wusste, okay, entweder gibt es jetzt halt einfach Castlevania-Musik oder es gibt wirklich einen Castlevania-Rap da drin. Ja, muss ich sagen, ist mir relativ egal. Die sehen cool aus, also bewegen sich auch cool, haben coole Moves, aber ich habe mit Castlevania eigentlich gar nichts zu tun, weil es einfach, ja, da war ich noch zu jung sozusagen. Also da hatte ich noch nicht so wirklich die Interesse an Nintendo. Da war ich noch ein sehr, sehr junges Kleinkind. Aber ja, die sind okay, ja, habe ich nichts gegen. Werde ich auf jeden Fall natürlich auch austesten. Ich werde eh jeden Charakter austesten. Und dann kamen noch die verschiedenen Modi, die alle sehr cool sind, muss man sagen. Also da hat sich Sakurai wirklich viel Gedanken gemacht. Aber ja, es ist so, dass zum Beispiel dieser Smash Meter, den es gibt, dann man sein Ultra Smash hat, ja, der ist für mich halt höchstens für ein Side-Event möglich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dem wirklich das Competitive Smash dann im Turnier auch stattfinden wird, weil es einfach zu hart jank ist. Also da kennt man einfach viel zu früh und es ist zu brutal, ja. Und ja, die anderen Modi bin ich mal gespannt, was dieser Pixel-Mode wird. Da hat ja einer Spirits herausgefunden und es scheint ja die Möglichkeit eben zu geben, dass es ein Story-Mode ist, weiß man aber alles noch nicht. Werden wir auch mehr zu erfahren und am Ende kam dann noch King K. Rool, ne? Also King K. Rool ist einfach ein Motherfucker. Der ist ultra krass und der passt halt auch einfach komplett in Smash mit seinem ganzen Moveset, mit seinem Aussehen und wie er sich da so benimmt. Einfach kompletter Smash-Charakter, ne? Freue ich mich auf jeden Fall auch richtig drauf. Und dann hieß es ja eben sogar noch, dass sie alles, was es zu diesem Spiel zu sagen gibt, noch vor Release ankündigen möchten, sodass man das komplette Roster weiß, dass man eben alle Modi und so kennt. Und das wird halt auch einfach mega geil, weil, ja, wir kriegen halt noch mehr Charakter, ne?
Und mein absoluter Wunschcharakter mittlerweile, ich habe ja schon eben einen Smash Day auch in einem Video rausgehauen, welchen Charakter ich mir am meisten so wünsche, ist mittlerweile aber wirklich Rex mit Pyra und Mithraim geworden. Hab mir einfach mehr darüber Gedanken gemacht, ob ich Shantae und Rex wirklich so, ja, ob ich Shantae da halt überordnen kann, aber um ehrlich zu sein, nee. Also, ich habe ja auch nie schon ein Shantae-Spiel gespielt. Ich habe mir ein Let's Play angeschaut und fand den Charakter und das Game einfach mega nice und hab mir gedacht, jo, die in Smash wäre halt ultra geil. Aber eben im Endeffekt, Xenoblade Chronicles 2 war einfach mega das krasse Game und die Charakter sind einfach auch perfekt, ne? Die wären einfach auch nur geil in Smash, ja? Und ja, das wär's dann eigentlich so. Hab jetzt alles angesprochen eben, was es so gibt, zu sagen, dass es eben jetzt dann wieder richtig losgeht. Dass ich viel Videos raushauen werde, natürlich erstmal Gamescom, aber ja, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf sehr viele Sachen freuen und ich hoffe auch, dass ihr dabei eben Beat'em All mitmachen werdet. Ich meine, ihr habt da ja nichts zu verlieren, nur was zu gewinnen. Sogar 10 Euro eShop-Card stelle ich mal vor, es wird irgendein krasser Charakter als DLC angekündigt und ihr habt dann einfach schon eine eShop-Card für 10 Euro im Wert von 10 Euro eben gewonnen. Dann müsst ihr gar kein Geld dafür ausgeben. Ist doch auch sehr nice, ja? Und dann würde ich sagen, ich freue mich jetzt, die 3 Wochen jetzt nochmal richtig rauszuhauen und dann eben wieder in den Alltag zu starten, mit zwar auch ein paar Videos, aber eben nicht mehr ganz so vielen und jetzt einfach nochmal alles zu geben, ja? Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video, was wahrscheinlich auch direkt heute eben am Abend einfach droppen wird. Ja, haut rein, ne? Ciao.